War der Überfall der Hamas aus Ihrer Sicht absehbar? Oder was ist da dem weltbesten Geheimdienst eigentlich entgangen? Wieso konnte dieser Angriff so überraschen? Nicht nur die Israelis, sondern die Welt war ja offensichtlich überrascht. Wie konnte so etwas geschehen? Ich glaube, manchmal werden Geheimdienste einfach auch überschätzt. Also Mossad und Shabak oder Shin Bet, also der Inlandsdienst, sind ausgezeichnete Dienste. Ich habe immer sehr gerne mit den Kollegen dort zusammengearbeitet, war auch oft da gewesen. Aber sie haben auch nur ihre Zugänge, auch wenn sie ganz gute Zugänge haben und auch ihre Methoden, die auch ausgezeichnet sind. Aber sie sind auch nicht Alleswisser und Alleskenner. Ich glaube, Shabak, der Dienst, der auch für die von die palästinensischen Gebiete zuständig ist, hatte eigentlich einen relativ guten Überblick gehabt über die Situation im Gazastreifen, auch in der Westbank. Und ich glaube auch, dass Mossad eine gute Erkenntnislage hat gegenüber Iran. Nur, man muss nun sehen, das, was jetzt stattgefunden hat, das war offensichtlich hochkonspirativ vorbereitet worden, geplant worden. Und ich gehe davon aus, dass es in Teheran geplant worden ist mit der Hamas-Führung. Es waren nur wenige wirklich eingeweiht darüber. Und das ist an Mossad offensichtlich vorbeigegangen, weil er nicht die Zugänge hatte. Er kann auch nicht alles. Er ist, wie ich gesagt habe, schon hervorragend. Aber so ist das Geheimdienstleben manchmal, dass der Geheimdienst auch nicht alles mitbekommt.